Und recht herzliches Willkommen und Hallo. Freut mich, dass du heute wieder dabei bist, wie ich mit dir zusammen das Hotend auseinanderbaue, einen neuen PTFE-Schlauch einbaue, das Filament wechsle und am Ende des ganzen Prozederes einmal das Bett manuell level. So, bevor wir dann loslegen, hier das Hotend, das heiße Ende, Schmelzende, Schmelzspitze, Düse, auseinandernehmen, brauchen wir natürlich ein paar Utensilien zur Demontage. Das wären zum Beispiel ein 2 mm Imbus, ein 1,5 mm Imbus oder innen sechskant, ein, wie nennt man das, vielleicht so eine Nuss oder ich sag mal so ein Schlüssel in 6 mm, der hier auf diese Düse passt. Ich habe jetzt meinen nicht gefunden. Jetzt habe ich so ein uralt Ding aus der Werkzeugkiste meines Vaters genommen. Die Nuss hier oben ist 6 mm. Eine Wasserpumpenzange oder eine Rohrzange, wie man das dann auch nennt. Man braucht nicht unbedingt, das mache ich aber nachher auch vor der Kamera mit euch, eine digitale Schieblehre. Messschieber nennt sich der eigentlich auch. Und optional ist hier noch so eine Kupferdrahtbürste, womit ihr dann kurz, wenn wir das aufheizen, nachher die Düse einmal den Schmock da unten entfernen. Das ist ein ganz normales Standard Hotend. Ich fange jetzt hier schon mal an mit dem Auseinanderbauen. Ich habe das Hotend nicht aufgeheizt. Ich nehme jetzt hier den 2 mm Innensechskantschlüssel und drehe hier die Schraube los. Ja, nicht verlieren, das sind kleine Schrauben. Ich habe jetzt längere drin, weil ich hier ein Bed-Level-Touch-System eigentlich mit dran angebaut hatte, nachträglich, aber danach wieder abgebaut habe, weil ich habe keinen wirklichen Effekt gesehen oder auch gehabt. Das hing auch mit der Firmware zusammen. So, zweite Schraube. Und das Ding können wir einfach hier so hinhängen. Auch wenn der Lüfter da läuft, der stört da nicht. Jetzt haben wir hier das Hotend und die Lüftereinheit voneinander separiert. Und jetzt gehen wir daher und stellen die Temperatur ein, um das Filament rückläufig aus dem Schlauch zu ziehen, manuell. Bevor wir jetzt mit der Demontage von dem Hotend weitermachen können, müssen wir jetzt erstmal die Temperatur von der Düse einstellen. Das findet ihr hier unter, gehen wir nochmal raus, Infoscreen, ihr pusht einmal diesen Knopf, geht runter auf Control, Temperatur, Nozzle. Und jetzt geben wir hier eine Temperatur von 230 Grad vor. Jetzt im Display spiegelt das Display so sehr und leuchtet zu dolle. Ich hoffe, man kann die Zahlen erkennen. Komm, wir geben den 235 Grad, um das Ganze auseinanderzubauen. So, jetzt hier nochmal einmal das Display sichtbar. Ihr werdet so einen riesigen Sprung haben. 236 Grad ist eingestellt. Die Düse hat jetzt schon die Temperatur erreicht. Das seht ihr hier unten. 239, 37 ist jetzt schon überschritten eigentlich. Und jetzt regelt der Controller hier im Kasten die Temperatur runter, obwohl kein Lüfter montiert ist. Das macht er trotzdem automatisch, aber in einer viel langsameren und viel höheren Streudistanz. So, jetzt wo die Düse aufgewärmt hat, gehe ich hin zu dem Extruder und drücke diesen Hebel leicht zusammen und siehe da, das spröde Filament ist sogar abgebrochen. Das macht nichts. Das ist jetzt nicht gewollt, aber der geilste Vorführeffekt überhaupt. Das Gute an dem Vorführeffekt jetzt gerade ist, dass das Filament abgebrochen ist.
dass ich das hier komplett so rauslösen muss. Dafür drücke ich diesen schwarzen Spinnakel hier rein und hebel das hier mit an und versuche den PTFE-Schlauch mit dem Stück Filament rauszuziehen. Ihr seht das. Hier guckt das so ein bisschen aus dem Schlauch raus. So, hier können wir das packen und rausziehen und wir sehen, es ist sogar an zwei Stellen gebrochen gewesen. Einmal in dem Schlauch und außerhalb des Schlauches. Jetzt, wo wir das Filament rausgezogen haben, ziehe ich hier diesen PTFE-Schlauch. Ich habe hier so Kabelbinder 1000 Stück gekauft und habe das dann hier an dem Kabel fürs Hotend befestigt. Jetzt habe ich diesen Clipser hier von diesem Teil hier rausgemacht. Das war der Pneumatikkupplung. Schalte ich die Heizung wieder aus, gehe hier auf Prepare, Cool Down. Jetzt schnappe ich mir hier die Pumpenzange, halt diesen Block so feste, dass der sich nicht bewegen kann. Und im heißen Zustand löse ich jetzt die Düse. So, jetzt ist das Ding locker. Und ihr müsst aufpassen, trotz dass sich das abkühlt. Wir haben jetzt immer noch 190 Grad an diesem Ding hier unten. Das ist sehr heiß. Passt also auf eure Finger auf. Die Nuss selbst wird auch ein bisschen heiß. Das merkt ihr beim Abschrauben. Und so geht es viel besser. So, das lasse ich jetzt hier liegen. So, nachdem das jetzt natürlich nicht auf 0 Grad, sondern auf Zimmertemperatur wieder runtergekühlt ist, können wir jetzt wieder mit dem 2 mm Imbus hergehen und die beiden Schrauben lösen, die das Hot End halten. Und dann haben wir das gleich schon komplett in der Hand. Oh, da fällt mir das aus der Flosse hier. Ne? So, jetzt haben wir das Hot End lose. Hier hängt noch die Heizpatrone, die irgendwie nicht fest war. Und der Thermistor dran. Für den Thermistor brauchen wir den kleineren Imbus. Ne? Den 1 mm Imbus, ne? Auch den 2 mm Imbus und schrauben das hier lose und passen auf die Schraube auch auf. Jetzt haben wir alles gelöst und hier habe ich das Hot End in der Hand. So ungefähr sieht die Düse nach, was hatte ich jetzt hier durchlaufen? Knapp 200 Stunden. Das ist eine Standard MK8. Messingdüse mit 4 mm Lochdurchmesser. Wir haben jetzt hier auch noch so einen ganz dünnen Düsenbohrer, mit dem man hier, sag ich mal, in die Spitze rein tunken kann und das schnell reinigt. Also im heißen Zustand würde ich dann auch mit der Kupferbürste hergehen und das hier so ein bisschen sauber machen. Aber ich werde die Düse jetzt komplett austauschen gegen eine nagelneue, weil das sind einfach nur Centbeträge. Ich habe mir so einen kleinen, steht Brûlé Burner, ich denke mal für Creme Brûlée, so einen Gas-Propan-Brenner zugelegt. Ich werde dann mit der Flamme die Düse wieder frei brennen, also ich werfe die nicht weg, sondern ich sammle die und dann gucke ich mal, inwiefern man die wieder verwerten kann, nachdem man die halt mit einer kleinen Flamme ausgebrannt hat und vielleicht noch mal mit diesem sogenannten Düsenbohrer dann das Loch sauber macht, Düsenloch sauber macht. So, hier erkläre ich einmal kurz, was ist. Das, was ich jetzt unten so halbwegs mit einem Gewindegang reingeschraubt habe, ist sozusagen die Düse. Das hier nennt sich Heizblock.
Der wird aufgeheizt, also hier ist eine Heizpatrone drin, 40 Watt momentan noch. Und hier dran wird der Thermistor, der Temperaturfühler, befestigt. Man muss ja auch kommunizieren, ob die gewünschte Temperatur auch erreicht ist. Das Ding hier drin, was wir jetzt so nur hier zwischen sehen, in der Mitte, ist die Heat Break, der Hitzebruch. In dem Hitzebruch sollte optimalerweise kein geschmolzenes Filament sein. Es sollte noch fest sein. Wo geschmolzenes Filament sein müsste, müsste hier drin geschehen, bis zur Spitze. Da ist es erwünscht. Und wenn ihr beim Auseinandernehmen das Problem habt, wie wir jetzt, ich drücke hier auf dieses Pneumatik-Fitting Verschluss, aber ich kriege den Schlauch da nicht raus, dann macht das nichts. Dann bauen wir das ganze Ding jetzt hier auseinander. Wo habe ich die Schlüsselze? Hier. Mit dem 1 mm oder 1,5 mm Imbus lösen wir hier die Befestigung vom Heatbreak. Achtung, Schraube nicht verlieren, die ist mega klein. Oh, ich habe mich geirrt, wir brauchen doch keinen Kreuzschraubendreher, sondern ist alles wirklich nur dieser Imbusschlüssel. Auch 2 mm Imbusschlüssel. Das ist einfach nur eine Befestigung für das Hotend, damit sich das nicht verdreht, falls es zu einer Kollision mit dem gedruckten Objekt kommt. Die Schraube sitzt ein bisschen fester. Dann war das auch los. Und somit können wir das hier so rausziehen. Zack. Hier haben wir die Kühleinheit und diese Pneumatikkupplung machen wir auch neu. Die löse ich hier mit diesem Schraubenschlüssel und gucken dann einmal hier durch. Das sieht schön sauber noch aus. Jetzt haben wir hier den Hitzebruch. Trennen wir jetzt von dem Heizblock und gucken hier rein. Siehe da, da ist der Fehler. Jetzt entweder ist es durch mein Ziehen an dem Schlauch vorhin schon passiert oder der Schlauch war an sich ein bisschen zurückgezogen. Also er lag nicht genau hier an der Kante von dem Heatbreak an und hatte deswegen die Verstopfung höchstwahrscheinlich. Ups, also einfach fest an dem Bodenschlauch ziehen. Der sieht an der Spitze hier noch, das im Hotend drin war, noch sehr gut aus. Die können wir verwenden. Wir schneiden einfach nur gleich hier so ein Stückchen Plan ab und setzen den wieder in die Heatbreak ein und bauen das Hotend wieder zusammen. Jetzt nehme ich hier den Heizblock, gehe da so ein bisschen mit dieser Drahtbürste drüber. Ihr müsst mal gucken, ihr bekommt so eine Drahtbürste auch mit den Düsen zusammen als Set. Gebt dann einfach mal ein MK8 Nozzle oder MK8 Düse mit Kupferbürste oder MK8 Düsenset oder irgendwas. Und dann seht ihr dann halt Angebote mit sowas oder ich sag mal mit so einem Schaber dann auch noch dabei oder mit so Düsenbohrern direkt. Ich mach das hier einfach nur so ein bisschen sauber. Flugrost entfernen. Damit es einfach ein bisschen optisch wieder hübsch aussieht. Ihr könnt das Ding auch nicht verkehrt einbauen, weil die Schraubenlöcher hier so versenkt sind. Ja, so sieht man es besser. Hier habt ihr eine Versenkung und auf der anderen Seite nicht. Und da, wo die Versenkung ist, ist unten, da kommen die Schrauben nämlich rein. Hier ein Sicherheitshinweis von mir, bitte. Bitte mit so einem Werkzeug niemals, nie irgendwie
Finger zwischenpacken und zudrücken. Bitte nicht. Es ist sehr scharf. Hier ist ein Teppichmesser, gewinkeltes Teppichmesser verbaut. Und wenn ihr bitte passt auf eure Finger auf, wenn haltet das so und drückt dann so zu. Zack. Warum so ein Teil? Die Fläche von dem PTFE-Schlauch sollte, na, Fokus, die Fläche von dem PTFE-Schlauch, die die Nozzle berührt, warte mal, ich habe hier so eine Art Nozzle, solltet ihr immer auf Vorrat zu Hause haben. Das Ding, also der PTFE-Schlauch, muss so flach, komplett Kante an Kante an der Düse ansetzen. Sonst habt ihr Verstopfung ohne Ende und kriegt nichts gedruckt. Jetzt nehme ich den PTFE-Schlauch und setze die Heatbreak drüber. Und zwar mache ich das gerne so, dass das ein bisschen aus diesem Heatbreak rausguckt, vielleicht nicht so viel, sondern so gerade eben nur, dass wenn ich den Block zusammensetze, so jetzt ist es genau flach eben mit dem Heatbreak, und wenn ich ihm dann so, siehst du, jetzt guckt das hier so ein ganz kleines feines Stückchen raus, das reicht schon, weil dann wissen wir nämlich hundertprozentig, dass der PTFE-Schlauch genau an der Düse anliegt. Ich nehme jetzt hier einmal den Block, setze die Düse ein und drehe die Düse komplett bis zum Anschlag an. Jetzt muss die Düse nicht plan mit dem Heizblock sein, sondern plan mit dem Hitzebruch bzw. Heatbreak. Deswegen drehe ich das hier so, ja, eine Gewindeumdrehung wieder raus, dass das so aussieht ungefähr. Jetzt ist das natürlich frimmelig mit dem Schlauch da drin. Wir können auch den Block drehen. So, jetzt, warte mal, vielleicht ein bisschen weniger rausdrehen, dann habe ich weniger Offset nachher einzustellen beim Leveln. So, jetzt drehen wir diesen Block so weit, bis wir merken, wir können nicht mehr weiter drehen, weil dann hat nämlich das Gewindeende von dem Heatbreak das Gewindeende hier von der Düse erreicht. Und wenn wir hier jetzt festdrehen wollen, dann geht das nicht. Ja. Können hier noch ein bisschen nachjustieren, so dass das wirklich so ein Millimeter nur Platz ist, so eine Fingernagelbreite hier zwischen Heatblock und Düsenkante. Hier ist so ein Sechskant drauf. Und wenn ihr da mit dem Fingernagel drunter geht, dann mit dem Fingernagel drunter kommt, dann ist der Abstand optimal. Jetzt nehme ich als nächstes den Kühlkörper und für den PTFE-Schlauch hier komplett durch. Für das Ding dann komplett, bis es plan aufsetzt wieder mit dem Heatbreak. Nehmen dann die kleine Madenschraube, setze sie in den Imbus, in den Innensechskant und drehe das hier schon mal so ein bisschen feste, also noch nicht ganz feste, aber so, dass ich merke, okay, die Schraube sitzt genau an der Oberfläche. Ich kann sie dann nicht mehr weiter drehen, nur noch fester drehen. Und das will ich jetzt noch nicht. So, deswegen Schlüssel wieder raus. Wir nehmen jetzt hier die beiden Schräubchen, setzen die dann wieder ein und fixieren das Hotend am Kühlkörper. Ich habe manchen Foren gelesen, dass viele auch diese Schrauben wegmachen. Ich sehe keinen Grund darin, diese Schrauben, die das Hotend festhalten, damit sich das nicht locker dreht oder sowas,
oder verdreht während dem Drucken, rauszunehmen und permanent wegzulassen, dass quasi die kleine Madenschraube hier das, diesen ganzen Block hier hält. Das ist für mich unverständlich. Okay, manche sagen, diese Schrauben verursachen Hitzestau. Ich habe noch nie Hitzestau wirklich feststellen können. Ich habe auch nie wirklich nach Hitzestau gemessen. Vielleicht mache ich das mal irgendwann. Ich habe mir so ein Thermometer eh bestellt. Jetzt sehe ich erst hier diese Trimmade an, diese Madenschraube hier drin. Und sehe zu, dass das hier ziemlich gerade ist. Also wenn das das Hotend sollte ziemlich gerade stehen und nicht so nach unten gezogen. Also ihr solltet hier diese Schrauben nicht allzu feste festdonnern. Sprichwort sagt auch, nach fest kommt ab. Also so handfest sollte schon reichen. Jetzt nehmen wir die zweite Trimmade und schrauben die hier in den Heizblock ein für die Heizkartusche. So, ich nehme die Heizpatrone und siehe da, wir haben die Trimmmarbe ein bisschen zu tief reingedreht. Lockern das eben hier noch mal ein bisschen. Ja, jetzt ist es locker und knallen das diesmal aber richtig fest. Alright, jetzt nehmen wir hier das Thermistorkabel. Hier ist so ein kleiner Popel hier dran. Das ist der Temperaturfühler. Und jetzt nehmen wir uns hier die Schraube. Lassen das los, hoffen, dass das dann nicht runterfällt. Und drehen dann hier in dieser kleinen Schlaufe die Schraube dann da rein. Und sehen zu, dass die beiden Leitungen unter der Schraube sind. Wir können da hier so ein bisschen dran ziehen. Schrauben das hier fest, aber nicht zu fest. Das sollte nicht angeknallt sein. Es sollte so, so kannst du nicht mehr weiter drehen. Das ist schon fest genug. Verstehst du? Das ist optimal. Weil dann macht man nämlich einen Kurzschluss auf die Temperaturfühlerleitung und das ist dann auch nicht so gut. Diese Pneumatik-Fittings, das ist das, was ich ausgebaut habe und das ist der neue. Man hört sogar richtig. Der Mechanismus ist lauter, also ist er auch noch stabiler. Nach einiger Zeit, weil der Schlauch sich auch immer so rein und raus bewegt im aufgewärmten Zustand, leidet dieser Klemmsperrmechanismus da dran und leiert aus. Das heißt, ihr könnt dann Bewegungen in dem Schlauch haben, was dann natürlich zu Stringing, zu Fäden führt beim Drucken. Wenn wir jetzt das Hotend hier mit den beiden Schrauben wieder befestigen. Na, komm. Wir heizen jetzt die Düse einmal kurz auf. Control. Temperatur, Nozzle, gehen einmal kurzzeitig auf 230 Grad, damit sich die Materialien wieder ausdehnen. Und dann ziehen wir die Düse mit Pumpenzange und Nuss oder halt Maulschlüssel, was ihr dann halt da habt, feste. Jetzt ist das Hotend wieder auf Temperatur aufgeheizt. Ich habe das so knapp 10 Minuten so im Stand sitzen lassen. 5 Minuten reichen ebenfalls. Jetzt nehme ich hier die Nuss wieder und ziehe die Düse an. Warum mache ich das so kompliziert, fragt man sich. Warum setze ich nicht nur die Düse ans Heatbreak und schieb dann den Schlauch rein, weil dann sehe ich nicht und fühle nicht, ob der Schlauch wirklich durchs Heatbreak durch ist. Jetzt habe ich das richtig fest angeknallt und jetzt komme ich mit dem neuen
der neuen Pneumatikkupplung, die macht man eigentlich nicht so drauf. Den kompletten Weg unten durchgeschoben. So, jetzt nach zigmaligen Friemeln habe ich das doch so drüber geschoben bekommen. Jetzt drücke ich das hier unten hin. Und jetzt sollte sich der PTFE-Schlauch mit dem Drehen, dem Festdrehen in das Gewinde auch mit nach unten drücken. Wir können natürlich auch erst die Kupplung drauf machen und den Schlauch durchschieben. Und unten, bevor ihr dann die Düse installiert, halt gucken, dass der Schlauch auch wirklich bis zur Düse durch ist. Fest. Jetzt machen wir diesen blauen Clipser hier wieder zwischen die Mechanik da. Gucken, okay, sitzt fest. Jetzt halten wir das da hin. Hier können wir jetzt wieder einstellen, Prepare, Cool Down. So, jetzt aber. Ja. Okay. Das sieht auch gut aus. Auch eben hier reingesetzt. Festgedreht. Jetzt richten wir das nochmal aus, dass das hier mit dem Hot End gerade abschließt. Ziehen beide Schrauben fest und das war es schon. Bevor wir jetzt das Heizbett leveln, müssen wir mal ganz wichtig was machen. Hier unten sind solche Verstellschrauben oder Muttern, die Höhe des Betts nivellieren. Hier sind Markierungen drauf. Also wenn man es jetzt im Uhrzeigersinn dreht, bewegt sich die Platte nach oben. Wenn ich entgegengesetzt, also entgegen des Uhrzeigersinns drehe, senke ich die Platte. Ich werde die jetzt so weit runter senken, wie es geht, weil ich habe jetzt nämlich das Hotend komplett auseinander gehabt und es kann sein, dass die Höhe der Nadel zum Heizbett nicht mehr stimmt. Ich habe die Stepper-Motoren, findet ihr ebenfalls im Menü der Controlbox. Deactivate Steppers, damit wenn ich hier irgendwas bewege an dem Drucker, das Heizbett zum Beispiel, um an die hintere Schraube zu kommen, bewege keine Rückspannung in den Drucker sozusagen hineingeleitet wird. Über die Controlbox gebe ich jetzt den Befehl an den Drucker unter Prepare Auto Home, dass er in die Home Position fährt, also an jeden Endstopp dran fährt. Das ist jetzt die X-Achse. Jetzt ist die Y-Achse, das Heizbett an den Endstopp. Und jetzt die Z-Achse zum Endstopp hinunterfährt. Wir müssen zugucken, dass jetzt hier hoffentlich mehr Platz zwischen ist als nur dieses DIN A4 Papier, okay. Und siehe da, in der Kamera sieht man das besser. Kann ich zoomen? Nein, ich kann nicht zoomen, leider. Aber es ist gut Platz zwischen der Düse und dem Heizbett. Stopp, 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 stopp. Ich bin der Easy aus der Zukunft. Ich habe ja am Anfang gesagt, eine Schieblehre fürs Leveln. Das habe ich jetzt vergessen, deswegen schneide ich das da rein.
Du wirst das gar nicht merken, dass ich aus der Zukunft jetzt in die Vergangenheit gereist bin und das dann noch da reinschneide irgendwie. Okay, das ist natürlich auch ein Videotrick, aber wer weiß, ob es funktioniert. Jetzt könnte man noch die Schieblehre nehmen. Stellt die ein, stellt die auf Zero. Und im gehomten Zustand. Prepare. Auto Home. Wenn man jetzt Move Axis macht, die Y-Platte so ein bisschen nach vorne schiebt, sodass man hier an der Klammer vorbeikommt und dann die X-Achse ein bisschen versetzt. So ungefähr bis hierhin reicht schon. Das sind 30 bis 40 mm von der Home-Position entfernt. Wenn man jetzt hier hingeht, die Schieblehre ausfährt, fährt unten so ein tiefen Messspitze aus. Und die fahren wir jetzt hier komplett runter. Bis zum Mittelpunkt dieses Profils. Ja. Und dann können wir jetzt nämlich die Achsen vergleichen, ob die beide Achsen ungefähr gleich sind. Hier habe ich genau 99,9 bzw. wenn ich das so habe, 100 mm. Und hier sollten es laut Adam Riese ebenfalls, genau, es sind ebenfalls dieselbe Maße. Ja, komm. Ein bisschen reinfahren und dann wieder runtersetzen. Ja. 100. Ja. Jetzt liegt es nicht auf. Ja. Ups, runtergerutscht. Ist auch 100 mm auf beiden Seiten. Das heißt, unsere Gantry, also hier diese Brücke, worauf das Hotend läuft, ist gerade zum Bett bzw. zum Rahmen. Das Bett ist noch nicht gerade, das richten wir jetzt gleich aus beim Leveln. Jetzt wieder zurück in die Vergangenheit. So, jetzt nachdem das 10 Minuten aufgewärmt ist, warum so lange? Weil das Heizbett, es erwärmt sich von der Mitte aus nach außen hin. Also bevor hier an der Ecke 56 oder 55 Grad herrschen oder an der Ecke gleichmäßig herrschen, braucht man halt diese Aufwärmzeit. Jetzt hoffe ich, dass man das gut für die Kamera sieht. Ich gehe hier, die Steuerbox seht ihr leider nicht. Ich gehe hier auf das Menü, Prepare, Bed Leveling und gehe auf Level Corners. So, der Drucker fährt zum ersten Levelpunkt und ich nehme hier ein Blatt Papier und drehe jetzt so lange in Uhrzeigerrichtung, bis das Papier anfängt, an der Düsenspitze zu reiben, ja, dass der sich zwischen Düse und Heizbett klemmt. Je nachdem, wie weit man das runtergedreht hat, dauert es halt dementsprechend länger. Aber jetzt fängt das Papier an zu kratzen. So, jetzt ziehe ich das Blatt Papier raus, klicke hier auf der Steuerbox auf Next Point und mache dasselbe hier auch nochmal. Ich spüre richtig, dass die Düse an dem
Papier anfängt zu kratzen. Und ihr spürt auch richtig, wann sie es nicht tut. Jetzt zum Beispiel ist es erreicht. Jetzt gehe ich hier wieder auf Steuerbox Next Point. Bisschen zurückdrehen. Wir wollen es gerade eben nur schleifen, spüren. So ist perfekt. Next Point. So, Next Point. Jetzt fährt die Düse in die Mitte. Hier wird der Abstand. Oh, der ist zu tief. Das heißt, vorne können wir jetzt auch wieder nachjustieren. Wir müssen 2 bis 3 Mal durchlaufen, bevor wir den perfekten Punkt haben. Der war ein bisschen zu hoch jetzt gerade wieder. Ja. Next Point, das wird auch ein bisschen zu hoch gelevelt sein. Ja, das Blatt Papier steckt fest. So ist gut. Next Point. Das kann man auch so lassen. Hier ist wieder zu niedrig, hier müssen wir höher. Ja, so ist gut. Jetzt Mitte wieder. Hier ist zu hoch, das heißt, wir können überall noch mal ein bisschen drauf geben. Ja, es kann sein, dass es jetzt schon anfängt, wirklich das Blatt Papier festzusitzen. Wenn man so mit dem Finger hin und her schieben will. Und achtet darauf, die Platte ist warm. So, das können wir so lassen. Wichtig ist, dass ihr die 4 Kanten vom Heizbett möglichst gleichmäßig stramm das Papier zwischenklemmt. Weil nur das garantiert euch eine gleichmäßige Druckqualität. Ja, das passt auch. Ja, hier passt es auch. Jetzt müsste die Mitte wieder hochgewandert sein. Hier müssen wir noch ein bisschen nachdrehen. So ist gut. Nächster Punkt. Jetzt sollte die Düse Kontakt haben. Ja, jetzt hat die Düse Kontakt mit dem Blatt Papier und es lässt sich noch relativ leicht hin und her schieben. Ich weiß, aus diesem Blickwinkel sieht man das nicht so doll, aber ihr seht wenigstens so die Spitze da. Die berührt nicht das Heizbett, sonst
bin ich nicht in der Lage, jetzt das Blatt Papier noch drunter zu schieben. Und zeige euch das mal auf der Seite hier. Ja, komme ich drunter? Ja. Hier ist nämlich so ein Kratzstrich sichtbar. Ja, gut, in der Kamera jetzt wegen dem Licht nicht, aber wenn das gegeben ist, könnt ihr jetzt hier Next Point anfahren, Back, und dann seid ihr fertig mit der Hot-End-Wartung und dem Leveln. Das war jetzt auch ein ziemlich langes Video. Schön, dass du die ganze Zeit dabei geblieben bist und dir angeguckt hast, wie ich was mache. Und wenn du Bock hast, hinterlass ein Abo. Aktiviere die Glocke, damit du jedes Mal, wenn ich ein Video in nächster Zeit hochlade, immer benachrichtigt wirst, dass ein neues Video verfügbar ist. Hinterlass ein Like und einen Kommentar, wenn dir das Video gefallen hat. Wenn dir das Video nicht gefallen hat, hinterlass ein Dislike und ebenfalls einen Kommentar, weil dann kann ich die Klamotten in meinem Video so ändern, dass ich ein breiteres Spektrum an Abonnenten, ja, deren Geschmack treffen kann. Ich bin jetzt raus für heute und sag dann mal bis dann alle miteinander.